sozusagen selber gedruckt. Wir haben unsere Gage selber. Wir machen immer weiter, wir machen den ganzen Tag genutzt. Wir werden heute Nacht auch hier bleiben und weiter drucken. Das ist echt, ich muss mich bedanken bei den Leuten, die hier dieses Festival machen, die dafür sorgen, dass das Wetter gut ist, die diese Bühne aufbauen, die dieses Grundstück pflegen, die unfassbar viel Liebe in diese Stadt stecken. Es ist eine wirklich unglaublich bezaubernde Stadt und das sage ich nicht einfach so, das meine ich so, dass es schade, dass sie nicht in Deutschland liegt. Ja, dann hätte Deutschland, dann könnte sie eine Scheibe abschneiden. Das ist so wunderschön hier und ich bedanke mich bei den Leuten, die uns eingeladen haben, die uns so fürstlich bedient haben, die uns willkommen geheißen haben. Wir haben uns sehr, sehr willkommen gefühlt. Auch die Bürgermeisterin war sehr, sehr nett. Das war sehr schön. Deswegen von euch und von uns ein großer Applaus an all die, die hier arbeiten, die für die Sicherheit sorgen, die hier für die Leute sorgen, die mal umfallen können. Es wird wirklich schön. Vielen, vielen Dank an die Stadt. Vielen Dank an euch. Dankeschön. Uns bedanke ich natürlich bei meiner Crew. Wir sind jetzt heute diesmal nur 4 Tage unterwegs, aber wie gesagt, wir haben unfassbar einen Ritt. Wir fahren heute Nacht gleich weiter, wir fahren wieder zurück bis hinter Köln nach Dortmund und sind da auch wieder 10 Stunden unterwegs mit dem Bus. Und aber meine Crew ist groß. Wir sind so 500-600 Leute, alle im Publikum. Einen möchte ich ganz besonders erwähnen, weil er immer dabei ist, ganz egal auf welcher Tour wir sind, wo wir spielen, mit welcher Besetzung, ob wir mit einem großen Orchester spielen. Er macht jeden Sound für uns. Das ist ganz egal, ob wir im Fernsehen auftreten oder im Radio live spielen. Wie gesagt, er ist immer mit dabei und das ist sehr schön so. Er ist wunderschön und ein ganz lieber Mann und er ist noch Single. Und also in Österreich ist er noch Single. In Kiel nicht. Und deswegen großen Applaus an dich, mein Freund Julian Heiden. Und an seine ganze Crew, die da noch ist, die das Licht gemacht hat. An unsere Busfahrer, die uns hier runterfahren, die Doppelschichten. An unser Tourmanagement. Und an dich, komm mal nach vorne bitte. Ja, das ist ganz wichtig. Dieser Mann baut hier alles auf und macht uns, dass wir Eis essen gehen können in Hallen. Das ist Florian, unser Backliner. Vielen, vielen Dank. Jetzt spielen. Da geht es um die Midlife Crisis. Jetzt müsst ihr wieder ein bisschen trauriger spielen. Und ich meine, die Midlife Crisis fängt mit 30 an. Das in Deutschland. Und das ist wirklich so, ich meine, ich kann das erklären. Ich gucke mich um. Ich bin jetzt 36 und ich schaue mich um und sehe so viele Menschen um mich rum, die all das geschafft haben, was sie sich vorgenommen haben. Die haben ihre Schule hinter sich, die haben ihre Ausbildung hinter sich oder ihr Studium. Die haben ihre Familie gegründet, die haben ihr Eigenheim vielleicht sogar, ihre 1, 2 Autos. Die fühlen sich einfach wohl und dann denkt man, scheiße, wir werden heute alle 100. Was soll ich denn noch 70 Jahre machen? Noch 70 Jahre mit der alten Karre rumfahren? Und in der Zeit, wo man diese Zweifel hat, und die sind da, das verstehe ich total. Ich weiß, wie das jetzt anfühlt, wenn man denkt, boah, ey, irgendwie ist alles gemacht, was gemacht werden muss und jetzt sollte es einfach nur so weitergehen oder wartet da vielleicht anderes? Und dann, in dieser Zeit des Zweifels, begegnet man vielleicht jemanden, der einem den Kopf verdreht und wo man all das, was man zu Hause aufgebaut hat, vergisst. Und man sich denkt, ach komm ey, ich muss ja nichts sagen. Ich kann es ja einfach ausprobieren. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Moment, weil man sich so verrät dabei unter Umständen und all das verrät, was man aufgebaut hat. Aber es kann der Moment kommen, wenn man schon Scheiße gebaut hat, dass man sich so besinnt, ey, weißt du was, das, was ich zu Hause habe, das ist das, was ich brauche. Es ist nicht das Neue, sondern es ist das, was mir die Sicherheit gibt. Es ist das, was ich so liebe und wofür ich so viel getan habe. Und es ist alles so schön und alles ist da. Und deswegen sagt man zu dem neuen Partner, den man vielleicht kennengelernt hat, hey, das ist nicht richtig. It's not right. So heißt das Song, it's not right. Don't waste your love for me, I've got someone at home. Das heißt, verschwende deine Liebe nicht auf mich. Ich habe jemanden zu Hause. It's not right. I'm off to Mainz, baby. And it hurts inside. What I feel for you is something I would always deny. So I know I'm a criminal, but I'm a man of fools.
man so principles. Never thought I could miss what I never had. Someone at home.